Hallo und grüß Gott aus Offenhausen. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So lautet der Lehrtext aus dem Neuen Testament, der zur heutigen Tageslosung herausgesucht wurde. Er greift Weihnachten schon ein bisschen vor, denn er ist tatsächlich aus der Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Johannes entnommen. Wir warten auf das Licht, das erneut in unsere Welt kommt. Wir warten auf das Licht, das ganz besonders an Weihnachten in unsere Welt hineinstrahlt, oft in unserer schnelllebigen Zeit nur als Streiflicht. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Das soll unsere Hoffnung in diesem Advent sein. Und so sei nun Lob gesungen, dem hellen Morgenstern. So manche Nacht wird noch fallen in diesem Advent und auch darüber hinaus. Freuen wir uns auf das Licht, das zu uns kommt, das uns trägt durch diese Zeit und durch die dunklen Nächte unseres Lebens. Seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch euer Martin und eure Ann-Sophie, euer Pfarrer in Offenhausen.